Es war einmal ein kleines Entchen und das war so eifrig, dass es bei allen als das eifrige Entchen Emil bekannt war. Der Februar war angebrochen. Der Schnee fing an zu schmelzen und die ersten Schneeglöckchen streckten ihre Köpfe aus der Erde. Es war der erste sonnige Samstag seit langem und Emil hatte sich wahnsinnig auf den Tag gefreut. Das eifrige Entchen Emil hatte sich mit seinen Freunden zum Spielen im Wald verabredet. Er verabschiedete sich noch schnell von seinen Eltern und stapfte eifrig los. Doch ehe er die Hüttchentür erreichte, zog etwas an seinem Flügel. Es war seine kleine Schwester Ellie, die unbedingt etwas mit ihm unternehmen wollte und ihn mit erwartungsvollen Augen anschaute. Emil stutzte. Er hatte gestern schon den ganzen Tag mit Ellie gespielt und wollte endlich seine Freunde wiedersehen. Ein Glück kam in dem Moment seine Mutter zur Tür und rief Ellie zurück, um mit ihr einen Kuchen zu backen. Enthusiastisch huschte sie in die Küche und Emil machte sich erleichtert auf den Weg. Am Rande des Waldes traf er bereits auf Lola und sie gingen gemeinsam zur Lichtung, wo die anderen schon warteten. Er kannte Eichhörnchen Fridolin, Gans Mathilda und Igel Lola schon seit dem Kindergarten und verbrachte sehr gerne Zeit mit ihnen. Als sie ankam, blickte Emil erstaunt in die Runde, da neben Fridolin und Mathilda noch jemand stand, den er nicht kannte. Es war eine kleine Spinne mit großen schwarzen Augen, die ihn schüchtern anlächelte. Fridolin erzählte den anderen, dass dies Dennis sei, sein neuer Nachbar, der gerne mitspielen wollte. Voller Freude schlug Mathilda vor, Fußball zu spielen, und alle waren direkt einverstanden. Wenige Minuten später hatten sie sich in Teams zusammengefunden und das Spiel begann. Erstaunt verfolgte Emil, wie Dennis mit seinen 8 Beinen über das Spielfeld raste und den Ball innerhalb weniger Sekunden ins Tor beförderte. Nicht alle teilten seine Begeisterung. Lola war empört. Das war doch unfair. Wie sollten die anderen bloß mit Dennis mithalten? Innerhalb weniger Spielminuten hatte Dennis für sein Team schon 7 weitere Tore erzielt. Daraufhin hatte auch Mathilda keinen Spaß mehr und musterte Dennis mit bösen Blicken. Keiner wollte mehr mit Dennis spielen. Emil war verunsichert, traute sich aber nicht, etwas gegen seine Freunde zu sagen. Entmutigt krabbelte Dennis in den Wald. Er fühlte sich fehl am Platz und brauchte etwas Zeit für sich. Auf dem Weg warf er noch einen betrübten Blick zurück und sah, wie die anderen ohne ihn Spaß hatten. Das brach ihm sein kleines Spinnenherz. Mit gesenktem Kopf bewegte er sich tiefer in den dunklen Wald hinein. Nun war er mit seinen Gedanken allein. Er hatte so gehofft, neue Freundschaften zu schließen. Doch jetzt war alles anders. Dennis fühlte sich einsam und zog sich auf einen Baum zurück. Er war in Gedanken versunken und schreckte auf, als ein Geräusch die Stille durchbrach. Am Fuß des Baumes erblickte er den Ball, mit dem er zuvor gespielt hatte. Daraufhin hörte er aus der Ferne ein leises Patschen, das immer lauter wurde. Emil war losgelaufen, um den Ball zu suchen, der aus Versehen in den Wald gerollt war. Das leise Wimmern ließ ihn aufhorchen. Er schaute sich um und entdeckte eine in sich zusammengekauerte Spinne. Zu sehen, wie Dennis allein auf dem Baum weinte, ließ ihn begreifen, wie gemein sie zu Dennis gewesen waren. Was hatten sie nur getan? Nur weil Dennis mit seinen Beinen geschickter Fußball spielen konnte, war das kein Grund, ihn auszugrenzen. Während Emil sich entschuldigte, kroch Dennis langsam den Baum hinunter. Unten angekommen, lächelte Emil Dennis vorsichtig an und schloss ihn in seine Flügel. Dennis wirkte total erleichtert, doch noch einen Freund gefunden zu haben. Und Emil merkte, dass auch er gerne Zeit mit ihm verbringen und ihn besser kennenlernen würde. Verlegen und mit leicht geröteten Wangen löste er sich aus der Umarmung und schlug vor, gemeinsam wieder zurückzugehen. Daraufhin stapften sie zusammen zurück zur Lichtung und dort angekommen trafen sie wieder auf die anderen. Emil beschloss nun mutig zu sein und den anderen zu sagen, was er wirklich dachte. Mit verschränkten Flügeln erklärte er, dass sie sehr gemein zu Dennis gewesen waren und das so nicht weitergehen konnte. Lola, Mathilda und Fridolin sahen ein, dass sie einen Fehler gemacht hatten und entschuldigten sich kleinlaut. Fridolin schlug vor, ein anderes Spiel zu spielen, bei dem sie alle gemeinsam Spaß haben konnten. Und so wurde aus einem enttäuschenden Erlebnis doch noch ein wunderschöner Nachmittag. Danach gingen sie alle beschwingt nach Hause. In seinem Hüttchen angekommen, dachte Emil noch einmal über das Treffen nach und mit einem kribbelnden Gefühl im Bauch hoffte er insgeheim, Dennis schon ganz bald wiederzusehen.